Ganz schön lauter Klopfer für was Neues. Für etwas ganz Neues. Wir haben was auf den Tisch gebracht. Und zwar sind das zwei Bestseller. Das ist einmal die ACDC VIC 200 ST und das SRG 300 Pro Schweißnaht Reinigungs- und Passiviergerät. Die ACDC VIC 200 ST, was macht sie? Sie macht Stahlschweißen, sie macht Edelstahlschweißen und sie kann Aluminium schweißen. Deswegen heißt sie ACDC. Das kann sie bis zu einer maximalen Leistung von 200 Ampere. Einstellungsmöglichkeiten bei der ACDC VIC 200 ST. Gasvorlauf, die Hauptstromstärke, Stromabsenkung in Sekunden, Gasnachlauf. Und für den AC-Modus, der eingeschaltet werden kann per Knopfdruck, die AC-Balance. Ebenso Zweitakt- und Viertaktmodus sowie MMA bzw. Elektrodenschweißen. Und diese Maschine kann nicht weniger als ganz genau das. Und weil wir uns heute mit Clean-Funktion beschäftigen, beziehungsweise mit Beizen und Passivieren und Abreinigen von Schweißnähten, habt ihr gerade eine Edelstahl-Schweißnaht gesehen. Das nächste Gerät, was ich euch kurz vorstelle, ist das Schweißnaht-Reinigungsgerät 300 Pro. Dieses Gerät reinigt und beizt Edelstahl-Schweißnähte. Und das macht es sehr gut. Einfach zu bedienen. Anschalten, rot auf rot, schwarz auf schwarz und betriebsbereit. Dieses Gerät kann genau das. Diese beiden Bestseller haben wir fusioniert in ein ganz grandioses Gerät. Und das ist genau das. Die ACDC VIC 200 Clean ST. Und diese Maschine macht, was sie kann, macht, was das SRG 300 kann. Und das macht sie nicht nur gut, das macht sie genau so. Freunde, was haben wir gerade gemacht? Eine Kehlnaht an einem 60,3 mm Rohr mit 2,6 Wandstärke. Und das haben wir aufgesetzt auf eine 10 mm starke Ankerplatte.
Also haben wir hier einen sehr, sehr hohen wanddicken Unterschied. Trotz des wanddicken Unterschiedes habe ich das geschweißt mit folgenden Einstellungen. 1,5 Sekunden Gasvorlauf, Stromstärke 80 Ampere, Stromabsenkung von 2 Sekunden und einen Gasnachlauf von 4 Sekunden. Die Fernregelung habe ich ausgeschaltet. Ich habe es per Hand an der Maschine eingestellt. Geschweißt im Viertaktmodus, natürlich DC und das Ganze mittlere Stellung WIC geschweißt. Und jetzt bauen wir um auf Reinigungsfunktion. Für das Reinigen entfernen wir unser Schlauchpaket, klemmen die Masse auf den Minuspol und den Pinsel auf den Pluspol. Und schon sind wir bereit zum Reinigen und Passivieren. Für die Clean-Funktion einfach den rechten Taster in der obersten Stellung auf 1 anklicken und wir sind bereit zum Passivieren und Beizen. 40 Max, wir gehen auf 5 Ampere Clean. Bereit zum Abreinigen. Elektrolytreiniger steht bereit. Die Kehlnaht steht unter der Absaugungsanlage. Denkt bitte hier an die PSA. Schützt eure Augen, denn wir arbeiten mit Säure. Also, Augen schützen. Immer schön feucht halten. Nach der Reinigung bitte Säure neutralisieren. Das können wir mit Spülmittel machen, die einfachste Lauge, die jeder zu Hause hat. ACDC WIC 200 Clean ST, die hat es uns mal richtig ordentlich gezeigt. Aluminiumschweißen, Stahlschweißen und Edelstahlschweißen und diesen Edelstahl abreinigen und beizen und somit auch passivieren. Eine ganz wundervolle Kombination. Für wen? Für beispielsweise den Treppenbauer, der sein Edelstahlgeländer schweißt, das gleichzeitig abreinigen möchte und durch dieses Reinigen und Passivieren erzielen wir nicht nur eine saubere Naht, sondern wir bringen sofort den Korrosionsschutz des Chromnickelstahls wieder in Gang. Denn die Anlauffarbe möchte immer gerne rosten und das ist für Edelstahlbearbeitung sehr nachteilhaft. 200 Ampere Max Elektrode haben wir schon erwähnt, ein durchaus volles und rundum sorglos Paket. Wer schon stolzer Besitzer eines Schweißgerätes ist, der kann natürlich auf SRG 300 Pro zurückgreifen. Damit ist jede Naht genauso blitzeblank wie mit der Clean. Denn beide Kehlnähte sind super sauber geworden. Wer mehr Infos haben möchte, besucht bitte die Webseite. Dort findet ihr ACDC WIC 200 ST, das SRG 300 Pro und natürlich die ACDC WIC 200 Clean. Auf der Webseite sind alle Infos vorhanden. Freunde, ich bin der Meinung, das hier ist eine ganz saubere Sache. Wie gefällt dir die Clean-Funktion? Mega, da brauche ich ja nicht mehr was machen.
Freunde, wir sehen uns wie immer in der nächsten Folge.